Manchmal werden seltsam aussehende Tiere in der Natur entdeckt oder von verrückten Wissenschaftlern in Laboren erschaffen. Was auch immer es ist, die meisten von ihnen wecken unsere Neugierde. Hast du schon einmal von dem Riesenwetapunga gehört oder eine Ziege mit menschlichem Gesicht gesehen? Wenn du neugierig bist und ein paar seltsam aussehende Kreaturen kennenlernen möchtest, dann bleib einfach dran. Denn wir zählen 15 Tiere auf, die nur einmal in 1000 Jahren geboren werden. Better known as the giant Japanese salamander, one of the largest salamanders in the world. Nummer 15. Zweiköpfige Schlange. Ein Schlangenzüchter in Florida hat mit dem neuesten Nachwuchs seiner geliebten Boa Constrictor ein doppeltes Geschäft gemacht, als eine der Schlangen mit zwei Köpfen geboren wurde, wie in diesem Video zu sehen ist. Eine zweiköpfige Schlange wurde vor dem sicheren Tod gerettet, nachdem sie von einem fürsorglichen Tierliebhaber entdeckt wurde. Die ungewöhnliche Schlange wurde im Garten eines pensionierten Mannes aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Zagreb, Kroatien entdeckt. Ein zweiköpfiger Motello Cytwin Reticulated Python mit einem Gewicht von bis zu 90 Kilogramm schlüpfte. Was für ein Ösinn ist das denn? Sieh es dir an, das ist echt. In Virginia wurde eine zweiköpfige Kupferkopfschlange entdeckt, die durch ein Blumenbeet schlitterte. Die beiden Köpfe der Schlange teilten sich ein Herz und eine Lunge, so die Expertin des Wildlife Centers, in dem sie lebte. Eine Mutter von drei Kindern hat Zwillinge zur Welt gebracht. Sie hat einer zweiköpfigen westlichen Ringelnatter die Namen Pfeil und Gumbo gegeben. Die Schlange ist nicht giftig. Nummer 14. Riesenwetapunga. Vetas sind nächtliche Grashüpfer mit außergewöhnlich langen Fühlern. Der Vetapunga ist eines der größten Insekten der Welt und die schwerste der 11 riesigen Veta-Arten. Er ist der schwerste Käfer der Welt und wiegt bis zu 70 Gramm. Der Körper eines erwachsenen Vetapunga-Weibchens kann bis zu 10 cm lang werden. Wenn die gepanzerten, stachligen Beine ausgestreckt sind, kann das Insekt bis zu 17 cm lang werden. Die Männchen sind in der Regel kleiner als die Weibchen. Der Lebenszyklus der Vetapunga ist wie der anderen Veta-Arten und dauert etwas länger als 2 Jahre. Viele Tiere machen Jagd auf sie, darunter Katzen, Ratten, Schweine, Igel, Vögel, Tuataras und Eidechsen. Bevor die Menschen auf die Insel kamen, waren Fledermäuse die einzigen warmblütigen Lebewesen im neuseeländischen Ökosystem. Vetas aller Art gediehen in diesem Paradies. Die polynesischen Ureinwohner besuchten die neuseeländischen Inseln erstmals vor 1000 bis 2000 Jahren. Sie brachten die polynesische Ratte mit. Sie wurde schnell zu einem Veta-Raubtier. Als europäische Siedler im 17. Jahrhundert auf diese Insel kamen, brachten sie eine Vielzahl von Tieren mit. Sie rodeten die Wälder, um Holz zu gewinnen und Landwirtschaft zu betreiben, und die Landschaft Neuseelands wurde für immer verändert. Nagetiere, Hirsche, Ziegen, Schweine und Opossums haben sich schnell in ungebauten Gebieten breit gemacht. In den 200 Jahren, die seit der Ankunft der europäischen Siedler vergangen sind, sind mehr als 80% der natürlichen Vegetation Neuseelands verschwunden. Nummer 13. Zweibeinige Hunde. Duncan, der berühmte zweibeinige Hund, löste eine landesweite Suche aus, nachdem er bei einem Verkehrsunfall vom Lastwagen seines Herrchens geworfen wurde. Aber seitdem ist er noch berühmter geworden. Schau dir an, wie schnell Duncan auf seinen zwei Vorderbeinen am Strand laufen kann. Was für ein erstaunlicher Hund! Fate, der Laufhund, wurde mit allen Widrigkeiten geboren. Sie wurde von ihrer Mutter verstoßen, konnte nicht laufen und ihrem Besitzer wurde von mehreren Tierärzten gesagt, dass sie eingeschläfert werden sollte. Ihre Besitzerin hingegen hatte Vertrauen in den kleinen Welpen und brachte ihm geduldig bei, auf seinen beiden Hinterbeinen zu laufen. Auf einem ihrer Familienausflüge trafen die beiden auf einen zweibeinigen Hund, der lief, als hätte er vier Beine. Sie hatten zwar schon dreibeinige Hunde gesehen, aber noch nie einen, der nur auf zwei Vorderbeinen lief. Erstaunlich! Deuce sprintet wie jeder andere Hund, der gerne draußen ist, durch den Garten. Abgesehen von einem seltsamen Ausrutscher, wenn er zu schnell um die Ecke biegt, scheint der Welpe gar nicht zu bemerken, dass ihm die Hälfte seiner Gliedmaßen fehlt. Beim Sprinten, Schlendern, Schnüffeln und anderen hündischen Aktivitäten balanciert Deuce auf seiner rechten Seite. Er ist zweifelsohne der schnellste Hund auf zwei Beinen. Er ist wirklich ein Wunderhund. Innerhalb von 24 Stunden, nachdem ihm sowohl die Vorder- als auch die Hinterbeine entfernt worden waren, stand er auf und bewegte sich. Als der gelbe Mischlingshund im Osten Kentuckys auf einen Graben geworfen wurde, waren seine Beine schwer gebrochen und krank. Die Tierärzte versuchten, seine Beine zu retten, aber sie waren zu stark beschädigt. Heute sprintet der ungestüme Hund über den Hof, um Schaulustige zu begrüßen und macht eine Pause, um sich am Rücken zu kratzen, wenn er seine blitzschnelle Beweglichkeit unter Beweis gestellt hat. Ein verkrüppelter Chihuahua lässt sich durch nichts davon abhalten, ein normales, verspieltes Welpenleben zu führen. Daffodil wurde von einem freundlichen Fremden in einem Pappkarton auf der Straße ausgesetzt und in ein nahegelegenes Tierheim gebracht. Aufgrund einer angeborenen Anomalie an den Vorderbeinen waren die Vorderpfoten des kleinen Welpen nie vollständig entwickelt. Die schnell denkenden Tierärzte statteten Daffodil mit maßgefertigten Rädern aus und mit ein wenig Übung konnte der Welpe laufen und rennen.
Nummer 12. Goldenes Seepferdchen. Es reichte nicht aus, opulente Waren zu haben, die mit Diamanten und Gold verziert waren. Für diejenigen, die es sich leisten konnten, ließ der populäre Luxuswahn schnell nach. Der vietnamesische Markt hingegen entdeckte einen Weg, sie buchstäblich wieder zum Leben zu erwecken. 108 lebende Goldseepferdchen sind die ersten genetisch veränderten Tiere in Vietnam. Die gestreiften, glitzernden Seepferdchen sind in ihrem jetzigen Alter von weniger als 2 Wochen nur etwa so groß wie Streichhölzer. Aber ihr Wert wird steigen, wenn sie größer werden. Noch sind sie unscheinbar, aber sie sind ihr Gewicht in Gold wert. Sie wurden am College of Science der Vietnam National University mit der Genshooting-Methode entwickelt. GFP, ein leuchtendes Gen, das aus Quallen gewonnen wird, wurde mit kleineren Goldkörnern verschmolzen. Die Goldkörnchen wurden dann in Eizellen von Seepferdchen implantiert. Das Gold wurde mit Quallengenen kombiniert und in die Zellen der Seepferdchen aufgenommen, sodass sie beim Wachsen glitzerten. Nachdem das Seepferdchen-Experiment erfolgreich war, wollen sie dieses Verfahren nun auch an anderen Lebewesen testen. Die Sehnsucht nach Gold, Luxus und Glitzer sowie der Wunsch nach Einzigartigkeit wächst, sodass diese schimmernden Tiere durchstarten können. Nummer 11. Weißer Alligator. Tausende von großen, zahnartigen Reptilien leben in Floridas Schutzgebieten. Der weiße Alligator heißt Syrphus und ist jetzt im Reptilland ausgestellt, wo die Menschen diesen atemberaubenden amerikanischen Albino-Alligator sehen können. Pearl, ein 10 Jahre altes Weibchen, ist vor kurzem in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Pearls Ruf und ihr Spitzname rühren von einer genetischen Anomalie her, die bewirkt, dass ihr ganzer Körper weiß wird. Pearl ist ein Albino, das heißt, ihr Körper produziert kein Melanin, das Pigment, das für die Farbe der Haut und Schuppen verantwortlich ist. Ihr gesamter 2,3 Meter langer Körper leuchtet so weiß wie ihre scharfen Reißzähne, mit Ausnahme ihrer Augen, die durch die durchscheinenden Blutgefäße rosa gefärbt sind. Pearl ist der einzige weiße Alligator im Park, aber sie ist nicht der einzige auf der Welt. Ein älterer Mann namens Buya Blan, der ursprünglich aus Louisiana stammt, ist fast genauso farblos wie Pearl, abgesehen von einem paar blauer Augen. Buya Blan ist kein echter Albino. Er ist leucistisch, das heißt, er hat noch etwas Farbe, wie die gefleckten Delfine und gefleckten Haie, die wir schon mal gesehen haben. Die grüne Färbung der Alligatoren hilft ihnen, mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, während die weißen Schuppen als Warnung für Raubtiere dienen. Das mag einer der Hauptgründe sein, warum Albinos so selten sind. Viele von ihnen leben einfach nicht lange. Blass zu sein bringt ein zusätzliches Problem mit sich. Empfindliche Haut. Da Melanin für den UV-Schutz notwendig ist, besteht bei Tieren, denen diese Pigmente fehlen, die Gefahr von Haut- oder Augenverletzungen. Das ist besonders gefährlich für Reptilien, die viel Zeit damit verbringen, sich zu sonnen und sich zu wärmen. Weiße Alligatoren sind in Zoos und Aquarien beliebt, obwohl sie in freier Wildbahn nicht überleben würden. Der White Alligator Swamp ist die weltweit größte Zuchtanlage für weiße Alligatoren. 2 männliche leucistische Alligatoren, ein männlicher Albino-Alligator und 2 weibliche Albino-Alligatoren werden in 3 natürlichen Exponaten mit gefiltertem Sonnenlicht gezeigt. Nummer 10. Menschengesichtige Ziege. Diese seltsame Art wurde in Indien entdeckt. Die hässliche Kreatur mit dem menschenähnlichen Gesicht versetzte die ganze Stadt in Angst und Schrecken und die Menschen kamen von überall her, um sie zu sehen. Ist das eine echte Kreatur oder ein mit Photoshop bearbeitetes Bild? Deine Vermutung ist genauso gut wie meine. Das Tier auf dem Boden scheint eine deformierte Ziege zu sein, aber ihr Gesicht ist seltsam und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Menschen, einem sehr grausigen und unscheinbaren Menschen. Diese Ziege sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Menschen und einem Affen. Sie sieht seltsam aus, aber sie ist lebendig. Schau dir diese Ziege an. Ich habe ein paar Sekunden gebraucht, um zu erkennen, dass sie 2 Augen in der Mitte ihres Gesichts hat. Ich muss zugeben, dass es ein wirklich seltsam aussehendes Tier ist. Eine mutierte Ziege mit einem unheimlich menschlichen Gesicht wird wie ein Gott verehrt. Nachdem sie in den sozialen Medien geteilt wurde, gingen die Bilder des seltsamen Tieres schnell viral. Die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner waren zunächst verwirrt von dem seltsamen Tier, weil es mit einer seltsamen Gesichtsstruktur an einen schrulligen alten Mann erinnerte. Jetzt behaupten sie, dass die unglücklich aussehende Kreatur wie ein Gott verehrt werden soll. Der Besitzer der Ziege zeigte seine flachgesichtige Ziege zunächst auf einem Video, wobei sie mit dem Schwanz wedelte und herumstolperte. Lokalen Berichten zufolge sind mutierte Tiere in Indien üblich, weil viele Menschen glauben, dass sie ein Zeichen Gottes sind. Es wird vermutet, dass die Ziege an Zyklopie leidet, einer seltenen, angeborenen Anomalie, bei der die für die Gesichtssymmetrie verantwortlichen Gene unter normalen Bedingungen versagen. Nummer 9. Bully Whippets. Bully Whippets sind keine Hunderasse. Es handelt sich lediglich um einen Whippet mit einer Muskelwachstumsstörung und die betroffenen Hunde sind extrem muskulös und athletisch. Sie wird durch eine Mutation des MSTN-Gens verursacht, das für Myostanin kodiert, ein Protein, das das Muskelwachstum hemmt. Schau dir dieses Video von Wendy an, einem supermuskulösen Hund. Sie ist gesund und kann alles tun, was ein normaler Hund tun kann, außer dass sie 2 Muskeln hat. Sie ist das hündische Äquivalent zu Arnold. Ich meine, schau dir die Bauchmuskeln dieses Hundes an. Wendy ist 3-mal so groß wie ein Nicht-Rennen-Whippet und doppelt so groß wie ein normaler Whippet.
Der Bully Whippet sieht in diesen Videos großartig aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie all diese Muskelmasse mit sich herumtragen können. Das ist eine Menge Muskelmasse, die ein so kleiner Knochenbau tragen muss. Ich bin kein Experte, aber das ist genau die Art von Dingen, die mich stutzig macht. Dieser Hund scheint mit einem Heliumtank aufgeblasen worden zu sein. Nummer 8. Zweibeinerkatze. Frank und Louis, die berühmten zweigesichtigen Katzen, waren laut dem Guinness-Buch der Rekorde die älteste Januskatze der Welt. Hauskatzen mit zwei Gesichtern sind äußerst ungewöhnlich und wurden nach dem römischen Gott Janus benannt, der oft mit zwei Gesichtern abgebildet wurde. Die Tiere überleben auch nicht sehr lange, weil ihre Missbildungen gesundheitliche Probleme verursachen, was die 15 Jahre von Frank und Louis noch bemerkenswerter machte. Nur durch DNA-Tests lässt sich die Ursache des Problems feststellen. Januskatzen können zum Beispiel einen Überschuss des Sonic-Eagle-Proteins haben, das während der Entwicklung das Gesicht des Tieres formt. Hühnerembryonen, die zu viel SHH ausgesetzt waren, wurden in einigen Versuchen mit zwei Schnäbeln und weit auseinanderliegenden Augen geboren. Obwohl Katzen, sowohl reinrassige als auch nicht reinrassige, an einer Vielzahl von genetischen Anomalien leiden können, glauben Fachleute nicht, dass die Zucht eine Rolle beim Auftreten von Januskatzen spielt, weil der Zustand einfach zu ungewöhnlich ist. Wie die meisten Katzen spielt Doisy gerne, frisst und wuselt im Haus herum. Im Gegensatz zu den meisten Kätzchen hat Doisy zwei Gesichter. Das Kätzchen wurde mit Diprosopus, einer kraniofaszialen Duplikation, geboren. Einer seltenen Erkrankung, bei der es einen Kopf, zwei Münder, zwei Nasen und vier Augen hat. Leider hat Doisy nicht sehr lange gelebt. Nummer 7. Schuppentiere. Auf den ersten Blick scheint ein Pangolin ein gepanzertes prähistorisches Fahrzeug zu sein. Es ist aber eine seltsam aussehende Kreatur. Die Kreatur, die einer Artischocke ähnelt, ist das meistgehandelte Säugetier der Welt. Wenn es lebt, frisst das Schuppentier gerne Ameisen, Termiten und Larven. Schuppentiere haben keine Zähne, also fressen sie mit ihren klebrigen Zungen, die ziemlich lang werden können. Das Schuppentier verteidigt sich, indem es seine Schuppen als Schutzschild benutzt, um die Zahl der Raubtiere, die es angreifen wollen, zu begrenzen. Das einzige Raubtier, die das Schuppentier töten können, sind Leoparden, Tiger und Löwen, aber auch Menschen. Dieses ruhige Tier ist das Herzstück einer ausgeklügelten, millionenschweren Lieferkette, die sich über Afrika und Asien erstreckt und von kriminellen Syndikatsnetzwerken gesteuert wird. Es wird wegen seiner Schuppen geschätzt, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden. Innerhalb von 4 Monaten wurden weltweit fast 50 Tonnen illegaler Schuppentiere beschlagnahmt. Das ist Wahnsinn! Bei den Sendungen, die sowohl Schuppentiere als auch Elfenbein enthalten, haben die Schuppentierschuppen inzwischen die Menge des Elfenbeins übertroffen. Es wird vermutet, dass der Großteil der Nachfrage aus China kommt, wobei Schuppentiere gegessen und ihre Schuppen in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden. Nummer 6. Chinesischer Riesensalamander. Der chinesische Riesensalamander wird nicht umsonst Riese genannt. Seinen Namen hat er von der Tatsache, dass er die größte Amphibie der Welt ist. Dieser kolossale Salamander ist ungefähr 1,8 Meter lang. Dieses Tier hat auch einen sehr langen Schwanz, der mehr als 60% seiner Gesamtlänge ausmacht. Berichten zufolge wurde der Riesensalamander mit einer Länge von 2,7 Metern und einem Gewicht von 68 Kilogramm auf einem lokalen Markt in China gekauft. Vor über 170 Millionen Jahren, während der Jurazeit, trennten sich die Vorfahren des Salamanders von allen anderen Amphibien. Da diese Art in China als Delikatesse gilt und in der traditionellen Medizin verwendet wird, ist der chinesische Riesensalamander wegen des Verlustes seines Lebensraums, der Wasserverschmutzung und der Überfischung der Wildpopulation vom Aussterben bedroht. Infolgedessen ist die Population der Art so weit zurückgegangen, dass sie jetzt als kritisch gefährdet eingestuft wird. Nummer 5. Haubentaucher. Der Haubentaucher wurde 1974 entdeckt. Er ist also noch relativ jung. Dieser Vogel ist einmalig und absolut atemberaubend. Mit seiner modischen orangefarbenen Hochsteckfrisur und dem schwarzen, maskenartigen Fell, das sein Kinn bedeckt, sieht er auf den ersten Blick aus, als würde er sich auf ein Adam Ant-Konzert vorbereiten. Er hat wunderschöne rote Augen, einen dünnen weißen Hals und schwarze und weiße Federn. Obwohl es extrem selten ist, diesen Vogel fliegen zu sehen, sind seine Flügel fast sicher weiß. Der Haubentaucher ist vor allem in Patagonien, an der argentinischen Atlantikküste, zu finden. Zwischen Oktober und März pflanzen sie sich auf Seen mit Wasservegetation fort, wo sie schwimmende Nester bauen. Sie ernähren sich gerne von wirbellosen Wassertieren, die in ihrem Lebensraum reichlich vorhanden sind. Nummer 4. Rosa Heuschrecke. Zuerst waren die rosa Flamingos da und jetzt sind die rosa Heuschrecken da. Was machen die Tiere nicht alles durch, um Influencer zu werden? Es ist an der Zeit, einen Pinterest-Account für diesen Grashüpfer einzurichten. Aber mal abgesehen von den Witzen. Wenn du rote Haare und Sommersprossen hast, weißt du, wie es ist, eine Laune der Natur zu sein. Aber wusstest du, dass das Phänomen, das bei Menschen rote Haare verursacht, vermutlich eine Variante des Phänomens ist, das auch bei anderen Tieren eine seltsame Färbung verursacht? Es nennt sich Erythrismus und zeichnet sich durch eine seltsam rötliche
tägliche Färbung von Haaren, Haut und Federn aus. Sie kann durch die Ernährung verursacht werden. Häufiger ist jedoch eine rezessive Genmutation, wie bei dieser schönen Heuschrecke. Wiesenheuschrecken sind in den Vereinigten Staaten nicht heimisch. Sie leben lieber in Europa und Asien in nicht trockenen Graslandschaften. Sie leben in der Regel wild in den Mooren und können nicht gezähmt werden. Rosa zu sein ist dagegen schwierig. Weil sie für Raubtiere so gut sichtbar sind, überleben diese Heuschrecken nur selten bis zum Erwachsenenalter. Das Beste an Wiesengrashüpfern ist, dass sie, wenn sie sich erschrecken, in einen Teich tauchen und sich mehrere Minuten lang an den Boden einer Wasserpflanze klammern können, bis die Gefahr vorüber ist. Sie sind jedoch optisch sehr ansprechend. Nummer 3. Zweiköpfige Schweine. Es gibt immer mehr zweiköpfige Schweine auf der Welt und du kannst einige von ihnen in diesen Videos sehen. Die Ferkel haben normalerweise zwei Schnauzen, zwei Ohren und ein gemeinsames Auge. Leider sagen Tierärzte, dass diese seltene Missbildung bedeutet, dass diese Tiere nur schwer überleben werden. Der Zustand ist als Posicephalie oder Achsengabelung bekannt. Ein seltener zweiköpfiger Bullenhai wurde mit der gleichen Fehlbildung gefunden. Sie entsteht, wenn ein Embryo beginnt, sich in Zwillinge aufzuspalten, dieser Prozess aber aus irgendeinem Grund in den frühen Stadien gestoppt wird. Wenigstens wurden diese Schweine wegen ihrer Missbildung gerettet. Aber in diesem Fall war vielleicht der Schlachthof die bessere Option. Ich persönlich finde, dass sie um ihrer selbst willen eingeschläfert werden sollten. Denn das ist wirklich keine Art, durchs Leben zu gehen. Nummer 2. Zweiköpfige Fische. Dieser zweiköpfige Fisch, der wie ein Wels aussieht, ist interessant, weil die Köpfe nicht zusammengesteckt sind. Sie befinden sich an den beiden Enden des Körpers, was ihn nicht so seltsam aussehen lässt. Aber ich vermute, dass jeder Kopf, wenn er versucht vorwärts zu schwimmen, den anderen in die falsche Richtung zieht, sodass der Fisch wohl nie vorankommt. Dieser kleine zweiköpfige Fisch sieht seltsam aus, aber zumindest kann er wahrscheinlich auch in die Richtung schwimmen, in die er hin will. Dieser Fisch ist unheimlich. Er hat zwei Mäuler und ein paar Augen. Man kann also sagen, dass dieser Fisch bei seiner Geburt kein Glück hatte. Du kannst sehen, wie viel Mühe er beim Schwimmen hat. Ich denke, so geborene Fische sollten eingeschläfert werden. Nummer 1. Vierbeinige Ente. Du denkst vielleicht, dass du verrückt geworden bist, aber deine Augen spielen dir keinen Streich. Dieses kleine Entenküken hat vier Beine. Von Krähen mit weißen Federn und Kühen mit zwei Köpfen wurde schon berichtet. Aber ein Entenküken mit vier Beinen hat man noch nie gesehen. Stumpy, so sein Spitzname, ist so gelb und flauschig wie alle anderen. Aber er hat zwei besondere Merkmale. Zwei zusätzliche Beine. Als sie von der vierbeinigen Ente erfuhren, behaupteten Vogelexperten, sie hätten noch nie von einer solchen gehört und hielten es erst für einen Scherz. Dieses Entenküken kann aufgrund seiner zusätzlichen Gliedmaßen in der freien Wildbahn vielleicht nicht überleben. Aber in einer häuslichen Umgebung sollte es gut zurechtkommen, weil es dort gut gepflegt werden kann. Es ist zweifellos eines von Millionen. Obwohl Donald das Entlein ohne Beine geboren wurde, soll er ein typisches Entenleben auf dem Bauernhof führen. Seine Besitzerin behauptet, dass sie so etwas noch nie gesehen hat, nicht einmal annähernd. Sie hat schon immer Tiere gehabt, aber das ist ihre erste Erfahrung mit so etwas. Einige dieser armen Tiere waren schwer anzuschauen. Mein Favorit ist der Pangolin. Dieses Tier sieht aus wie ein gepanzerter Lastwagen. Welches war dein Lieblingstier? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. Das war unser Countdown der 15 Tiere, die nur einmal in 1000 Jahren geboren werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.